Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviet's top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards.
I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the U.S. agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the U.S. or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital. Handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selenoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that, too, when he contacted us. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass.
Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waist know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the windshield. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate BLR bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay, all green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings and fly. God be with you. The mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle.
Und da ist die Tasche auch weg. Und ich würde mal sagen, herzlich willkommen bei dem verschrallten Kellerkinder. Ich bin Migräne Mike und hier kommt unser neues Let's Play. Ja, das neue Let's Play von Metal Gear Solid 3 natürlich. Und ich freue mich riesig drauf. Hier zieht er noch sein Zeug ab. Metal Gear Solid 3. Eigentlich, man kann gut sagen, es gehört auch zu meinem Lieblings-Metal Gear Solid. Fand ihn fast schon besser als das 4, obwohl man kann sich drüber streiten. Snake. Aber ihr habt sicher bemerkt, das Ganze spielt natürlich nicht in der heutigen Zeit. Und es handelt sich hier nicht um den Solid Snake, den wir kennen, sondern um Naked Snake. Und das war Big Boss. Aber noch mehr dazu erfahrt ihr sicher in dem Let's Play. Do you copy? You're already in enemy territory and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. Jawohl. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. Da oben hängt das Ding. Das wissen wir jetzt nicht erfahren. Denn das ist nicht spannend, denn es gehört zum Tutorial. So, und endlich spielen wir hier Metal Gear Solid 3. Das etwas anders als die bisherigen, was ich auch erhoffte, als es rauskam. Und zwar kann man auch jetzt frei mit der Kamera hantieren, als erstes. Und hier kommt auch der Soliton Radarsystem nicht mehr zum Einsatz. Das heißt, man ist ganz auf sich alleine gestellt. Aber der Rest der Steuerung ist eigentlich gleich geblieben. Hier hat man noch Messer. Eine Wiederbelebungspille, von der CIA entwickelte Spionagepille, kann vom Scheintod aufwecken mit X-Taste im Menü benutzen. Genau, hier hat man unser Messer. Und wenn man rumschaut, alles im Dschungel, nicht im Gebäude. Wir müssen kein Gebäude infiltrieren. Wir befinden uns hier im Dschungel. Und ja, das ganz Spezielle an diesem Metal Gear ist einfach, dass wir uns auch Essen suchen müssen, weil mit der Zeit... Die untere Anzeige oben links, untere Anzeige unter dem Lebensbalken ist die Essensanzeige oder Ausdaueranzeige, wenn man das so sehen will. Und die füllt sich natürlich nur, wenn man etwas isst. So, und ja, zuerst klettere ich hier mal nach oben auf den Baum und hole mir die Tasche, die wir natürlich beim Fallschirmsprung verloren haben. Was soll ich jetzt Dreieck drücken? Genau. Voila, und dann hatten wir schon die Tasche geholt. Anruf, ja. Was nun? I see you've retrieved your backpack, Snake. Du bist aber Captain Obvious, hä? To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. Genau, das verstanden. Wenn sie zu sehr absinkt, wird dann, ja, genau, das habe ich ja vorhin erklärt.
Und wir dürfen eigentlich keine Soldaten. Es dürfen sich keine amerikanischen Soldaten in Russland aufhalten. Du könntest einen internationalen Zwischenfall auslösen. Na, das ist auch nicht so toll. Ja, nun wird leider. Ah, scheiße. Jetzt habe ich viel übersprungen. Zu viel. Oh, es tut mir leid, Leute. Oh, nee. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Das ist unser Mentor, der eigentlich auch durch das Funkgerät gesprochen hat. Es handelt sich um The Boss. Und in diesem Metal Gear kommt dann ein neues... Commencing virtuous mission now. In diesem Metal Gear kommt ein neues Kampfsystem zum Einsatz, was relativ, also kompliziert ist, übertrieben zu sagen. Es ist aufwendiger, wenn man so haben will. Es braucht mehr Kombination und es ist einfach nur geil. Kann man eigentlich sagen, man kann die Gegner am Boden werfen, man kann sie mitziehen, man kann sie überfallen, man kann sie dann auch befragen. Es gehört alles zum CQC-Kampfsystem. Und nun müssen wir schleichen. Und das Besondere an das Ganze ist, man sieht schon oben rechts, ist unsere Tarnanzeige. Und das bedeutet, wenn ich jetzt Select drücke... Ne, das ist ja falsch. Da verspiele ich mich ja schon. Wenn ich jetzt da rechts drücke, Starttaste drücke, tut mir leid, kann man die Tarnung auswählen. Hier sind Bemalungen. Schwarz, grün, irgendeine Maske. Aus welchem Grund auch immer. Kommt mir irgendwie bekannt vor, dieses Gesicht. Oder wir nehmen da die Bemalung der USA. 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 Ja, was auch immer. Wir lassen das mal auf Splitter oder Wald. Nee, Wald passt am besten. Und die Uniform können wir auch ändern. Das, man sieht immer noch nebendran, wie viel es an unserer Tarn... es uns tarnt oder wie viel es minus tarnt, wenn man es so sagen will. Das heißt, wenn ich die anziehe, ist es natürlich nicht effektiv, wenn ich im Gras sitze. Man sieht es ja auch an der Farbe. Schwarz natürlich gibt es auch. Wüstentiger... ich würde mal sagen, wir wählen den DPM. Nee, komm, wir nehmen den Tiger Stripe. Nee, Blattmuster. Blattmuster Tarn. Und lassen mal Snake mal so rumlaufen. Hier ist übrigens der Rucksack. Was befindet sich? Ah, ein Calorie Mate befindet sich noch im Rucksack. Das müssen wir ausrüsten, um es zu essen. Calorie Mates sind so Pralinen. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Wenn es mich nicht täuscht, eine richtige Marke, die sie da eingefügt haben. Was gibt's hier noch? Eine Scheintodpille, die wird uns vielleicht helfen. Die Zigarre, die darf natürlich nicht fehlen. Fernglas, Bewegungsmelder, aktives Sonar, Personenmelder. Das haben wir alles hier dabei. Und ich würde mal sagen, wir schreiten voran, denn wir haben jetzt gerade mit der virtuosen Mission angefangen. Und man hört im Moment auch keine Musik und nix. Es ist nur im Wald und man hört die Natur. Und da vorne kommt schon das erste Problem. Ein Sumpf und ja, mit Krokodilen. Und Krokodile sind nicht so nice, denn ja, sie können uns erwischen. Und darum würde ich mal sagen, schlaf ein, Krokodil, schlaf ein. Und dann können wir hier durchlaufen. Insektenmittel, das wird... Oh ja, da ist auch ein Krokodil drin. Der versteckt sich ganz mies da drin. Wow, jetzt hat er mich noch erwischt. So. Ach du Scheiße. Hallo? Wie viele liegen da drin? What the fuck? So, jetzt schläft er. Er schläft, aber er weckt sich immer auf, wenn ich über ihn laufe. So, jetzt kannst du mich mal. Der macht die Fresse auf. Hier, geh schlafen. Und du gehst auch schlafen. Und du gehst auch schlafen. Und du gehst auch schlafen. Und du gehst... Nee. So, dann nehmen wir hier noch MK22 Munition auf. Hier gibt es noch ein Wespennest.
Interessant. Oh ja! Wow, so lange darf ich mich nicht im Sumpf aufhalten, sonst gehe ich unter. Und ich gehe noch hier hinten, auch wenn der Krokodil da ist. Ist mir egal. SD. Ah, und genau, das ist auch so ein kleines Detail, was ich eigentlich super finde. Das erschwert auch, macht ein bisschen auch den Schwierigkeitsgrad aus. Und zwar hat man Schalldämpfer, die aufgebraucht werden, natürlich mit der Zeit. Weil ein Schalldämpfer hält ja bekanntlicherweise eigentlich nicht ewig. Und ich habe jetzt 5 Stück dabei, habe jetzt noch eins gefunden, aber wenn sie aufgebraucht sind, haben wir, ja, wie gesagt, keine schallgedämpfte Waffe mehr. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses Metal Gear wirklich sehr gut, weil hier das ganze Szenario, ich fand das mit dem Intro-Song, fand ich sehr, sehr geil, weil es so irgendwie an James Bond erinnert.